Du findest unzählige Informationen über legendäre Fische in Red Dead Redemption 2 im Internet, aber niemand erzählt dir, wie du sie fängst. Ich erkläre dir ganz genau, wie du zum Erfolg kommst. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zu einem fortgeschrittenen Fischerguide in Red Dead Redemption 2. Es ist so, ich habe unzählige Informationen im Internet gefunden. Ja, wo sind diese ganzen Fische? Ich poste euch unten in die Videobeschreibung hinein, und zwar eine Karte, wo ihr die Fische findet, denn in dem Video geht es nicht darum, wo findet ihr die Fische, denn da gibt es, wie gesagt, unzählige Karten im Internet, sondern ich zeige euch, wie fängt man diese Fische. Als allererstes, wir müssen natürlich so weit sein, dass wir diese Fische fangen können. Wir müssen nach Kapitel 3 sein, und hier gibt es am Nordufer des Flat Iron Lake einen Jerry McGill. Der gibt euch eine Quest für diese legendären Fische. Es kann sein, dass ihr die schon vorher auf der Karte irgendwo markiert bekommt, aber die Quest gibt es dann hier. Er gibt euch eine Karte und Informationen, dass ihr die fischen sollt und die ihm zuschicken sollt. Ab diesem Zeitpunkt ist es möglich, Spezialköder zu kaufen. Hierzu müsst ihr in den Ködershop bei Lagras, das ist nördlich von Saint-Denis, und dort könnt ihr euch jeweils einen so einen Köder holen. Es ist so, die verbrauchen sich nicht, das heißt auch, sollte euch ein Fisch abgehen während dem Angeln, habt ihr immer noch diesen Köder. Also hier der Köder, einmal kaufen reicht. In diesem Beispiel werde ich ganz genau mit euch durchgehen, wie man so einen Fisch fängt. Ihr seht einmal rechts oben, welchen Köder ihr angewählt habt. In der Liste unten in der Videobeschreibung findet ihr auch immer, welchen Köder ihr verwenden müsst. Es ist eigentlich ganz logisch, See, Seeköder, Fluss, Flussköder und im Sumpf, Sumpfköder. Das ist eigentlich selbsterklärend. Was wichtig ist, und zwar, wir benutzen unser Adlerauge. Hier sehen wir nämlich ganz genau, wo die Fische sind. Und ihr lasst dieses Adlerauge auch aktiviert, während ihr den rechten Trigger benutzt. Das heißt, einholt. Denn ihr verlangsamt somit euer Einholen. Das heißt, ihr habt viel mehr Zeit und ihr seht, wo diese Fische sind. In der Phase, wo der Fisch sich bewegt, also im Wasser ihr diese Spritzer seht, lasst die Angel ruhig, zieht sie nur nach links oder nach rechts. Es bringt gar nichts, wenn ihr hier kurbelt oder sonst was, lenkt den Fisch. Das Spiel sagt euch auch, ihr sollt zum Beispiel mit dem rechten Stick die Rolle bremsen. Ich halte das nicht für sinnvoll, denn desto öfter ihr bremst, desto öfter reißt euch die Schnur ab. Probiert den Fisch einfach von links nach rechts zu ziehen. Wenn er nicht mehr zappelt, dann könnt ihr den linken Stick nach unten drücken und mit dem rechten Stick langsam immer die Schnur einholen. Hier dreht ihr so lange, bis der Fisch wieder anfängt zu zappeln. Das seht ihr wieder an den Spritzern. Hier hört ihr sofort wieder auf und lenkt einfach wieder nach links oder nach rechts. Man sieht es bei mir jetzt in dem Videobeispiel. Rechts sieht man, rechts unten, wo steht Schnur einholen, wann ich anfange zu drehen. Und man sieht auch anhand meiner Angelrute, in dem Fall, wenn ich eben nach unten drücke oder nach links oder nach rechts. Ihr braucht hier wirklich nicht viel bremsen. Ihr müsst einfach geduldig sein. Das Spiel dauert eine Zeit. Ich habe für den einen Fisch 3-4 Minuten gebraucht. Die Sache ist die, ich habe im Internet gelesen, es gibt Leute, ja, das geht viel, viel schneller. Aber ich habe es schneller probiert. Die Sache ist die, ihr habt dann viel mehr Fehlbisse. Oder beziehungsweise, es, ja, er reißt euch viel, viel öfters ab. Und deswegen, seid geduldig. Zieht den Fisch einfach von links nach rechts. Holt die Schnur ein. Und das ist eigentlich dann der Weg zum Erfolg. Sobald ihr den Fisch gefangen habt, könnt ihr ihn aufs Pferd legen. Hier passt nur einer drauf, reitet dann zum Postamt und verschickt diesen Fisch. Beim ersten legendären Fisch bekommen wir eine Belohnung, und zwar einen Seeköder. Bei weiteren 9, also bei insgesamt 10 legendären Fischen, 5 saftige Fischfilet und $45. Und wenn wir alle 13 legendären Fische gefangen haben, dann bekommen wir einen Angelausflug mit eben diesem Jeremy und einen Spezialköder. Der Angelausflug ist nur nach Ende der Story möglich, das heißt, guckt, dass euer Charakter fertig ist, das heißt, dass ihr mit der Story am Ende seid. Ich hoffe, dieser Expertenguide hilft euch weiter. Ich würde mich um Kommentare, Like und natürlich auch ein Abo freuen, und somit ein Tschüss von mir, bis zum nächsten Mal.